Balingen-Wallstätten hat dem THW Kiel, dem großen Favoriten, einen Riesenkampf hingelegt. Tolle Tore der Gastgeber und ein überragender Martin Ziemer in den ersten 30 Minuten zwischen den Pfosten, sodass die Gastgeber mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause gehen konnten. Der THW war bis aufs Äußerste gefordert, kam konzentrierter wieder aufs Parkett zurück, hat im zweiten Durchgang da einen Gang hochgeschalten und das Spiel an sich gerissen, es später kontrolliert. Am Ende ein 28-22 Erfolg des deutschen Rekordmeisters, aber dem wurde hier wirklich alles abverlangt. Begrüße Daniel Sauer. Daniel, am Ende eine Niederlage, aber was kann man Positives aus dem Spiel heute mitnehmen? Ja, sicher kann man positiv die erste Halbzeit mitnehmen. Also wir gehen hier mit plus 2 in die Halbzeit, haben sogar noch im Konter die Chance auf plus 3. Wenn der reingeht, vielleicht schaut es anders aus, aber im Nachhinein ist müßig drüber zu spekulieren. Wir haben das Spiel dann in der ersten Viertelstunde von der zweiten Halbzeit verloren, haben Kiel Oberwasser gegeben und dann macht es so eine abgezockte Mannschaft wie Kiel dann. Es gab zahlreiche angeschlagene Spieler, viele Verletzungen in den letzten Wochen bei Balingen. Aber dennoch hatte ich den Eindruck, heute hat sich jeder im Dienst der Mannschaft gestellt und förmlich zerrissen. Dieser Zusammenhalt ist das momentan das große Plus. Ja, der Zusammenhalt ist schon, ich bin jetzt meine siebte Saison hier, der Zusammenhalt ist schon jetzt im siebten Jahr das große Plus. Also wir sind, denke ich, sehr kontinuierlich aufgestellt mit Wolfgang Strohl, mit Felix Lobedank, mit Jens Bürkle, mit mir, mit Litti Edwein, Sascha Illich, Benny Hert. Und das zeichnet uns einfach auf, dass wir einfach nie aufgeben und wir haben uns heute einfach viel vorgenommen und dann im Nachhinein ist es wirklich ärgerlich, dann, dass wir heute vielleicht nicht ein oder zwei Punkte mitnehmen. Im letzten Jahr gab es diesen Sensationssieg gegen den THW mit 39-37. War das im Vorfeld dieses Spiels und dann in der Kabine heute auch nochmal ein Thema? Ja, man versucht es natürlich so weit wie es geht auszublenden, aber natürlich, die Presse schreibt drüber, man hört das überall, man liest überall und in der Stadt hat man angesprochen auf das zweite Wunder, zweite Weltwunder, aber es war heute drin und am Ende hat es leider nicht gereicht. Was darf man erwarten von Balingen beim nächsten Spiel? Da gibt es das Regionalderby in Göppingen, da geht es wieder ganz heiß zur Sache. Ja, ein schönes Spiel. Ich denke, für die ganze Region, für ganz Baden-Württemberg ist es ein super Spiel. Gegen eine starke Göppinger Mannschaft in einer super schönen EWS-Arena. Und wir werden uns da auch auf jeden Fall wieder zerreißen. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht 2 Punkte mitnehmen können. Muss Balingen um den Klassenerhalt bangen? Ja, wir müssen seit 4 Jahren um den Klassenerhalt bangen. Also wir müssen auch dieses Jahr wieder bangen. Die Liga ist enger zusammengerückt. Das sieht man jetzt auch schon. Es wird eng. Mannschaften wie Rheinland sind zwar schon insolvent, gewinnen dann trotzdem mit 7 Toren gegen Melsungen. Also es wird auf jeden Fall eng und deswegen ist jeder Punkt wichtig. Und warum dann nicht gegen Kiel heute? Die 2 Punkte hätten uns auf jeden Fall gut getan. Dankeschön.